Meine Damen und Herren, es geht gleich los. Wir hören am Anfang eine kleine Musik, auf die wir jetzt warten, und dann starten wir mit der Veranstaltung. Vielen Dank für die Musik. Es spielte jetzt gerade Yuri Murakami am Klavier und Romi Sota Klemm an der Klarinette das Konzert für B-Dur für Orchester von Franz Anton Hofmeister. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung, Gedenkveranstaltung, der 17. Juni 1953, der vergessene Gedenktag. Ich begrüße herzlich an dieser Stelle unsere Referenten des heutigen Abends, Herrn Gergely Prüle, ehemaliger ungarischer Botschafter in Berlin, aus Budapest zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Prüle. Herr Dr. Jacek Koltan, Historiker und Philosoph aus Danzig. Herzlich willkommen, Herr Dr. Koltan. Und Herr Professor Dr. Tilman Mayer von der Universität Bonn. Herzlich willkommen, Herr Professor Mayer. Grüß Sie. Der 17. Juni war ja kein singuläres Ereignis. Und man kann sich natürlich die Frage stellen, welche Bedeutung er hatte in dem osteuropäischen Kontext, denn er stand am Beginn einer Entwicklung und war auch eingebettet in viele Situationen und Ereignisse vor Ort. Ich würde sagen, eine Kontinuität von Repressionsmaßnahmen. Wenn wir uns kurz erinnern, und wir müssen uns erinnern, um zu verstehen, was der 17. Juni für die Bevölkerung bedeutete, als auch für die europäische Entwicklung. Vielleicht zwei, drei Bausteine, die zwangsweise Wiedervereinigung der KPD und der SPD zur SED. 1950 setzte die Sowjetunion wieder die Todesstrafe ein. Bis 1953 wurden hier im mitteldeutschen Raum über 1000 Todesurteile gefällt und vollstreckt. Dann wurden in Anfang 1953, als Walter Ulbricht dann sozusagen den sozialistischen Aufbau forcieren wollte, die Abgabemaßnahmen für die Bauern erhöht.
und der ideologische Umbau der Gesellschaft wurde vorangetrieben. Ich erinnere an die Repression gegen die Oberschüler im Frühjahr 1953. Es wurden über 3000 Oberschüler von den Schulen verwiesen, die in den jungen Gemeinden und in der katholischen Jugend engagiert waren. Man wollte sozusagen den Kampf gegen galt den Kirchen. Und natürlich der Personenkult um Stalin. Das änderte sich, als Stalin im März 1953 gestorben ist. Dann brach im Prinzip in der Sowjetunion der Machtkampf aus und hier witterte man Morgenluft und dachte, man könne das System verändern. Und die Sowjetunion und die Verantwortlichen im der KPDSU maßregelten die strengen Maßnahmen in der ehemaligen DDR, weil sie Sorge hatten, dass es einen gewaltsamen Aufstand geben würde. Und es wurden alle Maßnahmen zurückgenommen. Es wurde der Kirchenkampf etwas zurückgedreht. Es wurde der Aufbau der Schwerindustrie zeitlich gestreckt. Die Ablieferung der Bauern wurden reduziert. Nur eines wurde nicht gemacht. Die Normerhöhung für die Arbeiter wurden nicht zurückgenommen. Und es begann dann, wie es beginnen musste, die Arbeiter streikten am 16. Juni, legten die Arbeit nieder in Berlin, in der Karl-Marx-Allee. Und am 17. Juni ergriff dann der Aufstand den ganzen Osten. Also fast allen größeren Industriebetrieben wurde gestreikt. 700 Städte der DDR waren begriffen. SED und FDJ-Funktionäre wurden abgesetzt. 1 Million Menschen sind auf die Straße gegangen. Das System reagierte mit Härte. Die Volkspolizei, unterstützt von sowjetischem Militär, ging mit Panzern vor. Tausende büßten ihren Mut hinter Gittern ein. 50 Menschen mit dem Leben und 18 Todesurteile wurden vollstreckt. Das Interessante ist, ohne die Unterstützung der Sowjetarmee wäre es den DDR-Sicherheitskräften nicht gelungen, den Aufstand niederzuschlagen. Und das ist vielleicht auch die Kontinuität, die den Aufstand dann weiter fortsetzt nach Osteuropa. Meine Tochter fragte mich heute, warum eigentlich zwischen 1953 und 1989 in der DDR nichts passiert ist. Da sage ich, naja, sie war eingebunden in die Kontinuität des Ostblocks. Und die Sowjetunion und die SED hat mit rigiden Maßnahmen reagiert. Sie haben dann die Stasi aufgebaut, haben die Kampfgruppen in den Betrieben installiert, um so einen Tag X vorzubeugen. Aber es gab andere Ereignisse, wie 1956 in Ungarn der Aufstand, 1968 dann in der Tschechoslowakei und dann ab 1981 dann in Polen. Wir wollen über diese Kontinuitätslinie miteinander ins Gespräch kommen, miteinander diskutieren und uns darüber austauschen. Das machen wir jetzt in der Veranstaltung mit drei verschiedenen Impulsen. Also unsere drei Referenten werden uns in verschiedene Thematiken mit hineinnehmen. Und das Ganze wird begleitet durch ein Graphic Recording. Sie werden sich wundern, was das jetzt ist. Wir haben eine junge Zeichnerin, Frau Friederike Dietz, engagiert. Und Frau Dietz wird sozusagen parallel zu den Vorträgen grafische Notizen machen. Sie können diese Notizen auch beobachten, indem Sie sie anpinnen als normalen Bildschirm, der mitgeteilt wird. Und wir werden aber nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich bin immer dankbar, dass diese Veranstaltung nicht eine singuläre Veranstaltung ist von einigen wenigen, die nicht vergessen können, sondern im Zentrum der Stadt Dresden steht. Und dass diese Veranstaltung eine Kooperation mit der Stadt Dresden ist und wir das immer gemeinsam vorbereiten. Und insofern begrüße ich ganz herzlich und ganz besonders Bürgermeister Detlef Sittel, der die Stadt vertritt und durch seine Anwesenheit auch dokumentiert, dass es der Stadt wichtig ist, dass wir diesen Diskurs weiterführen. Wir haben in den letzten Jahren immer gut zusammengearbeitet und ich begrüße Sie an dieser Stelle ganz außerordentlich, Herr Sittel. Schön, dass Sie da sind und Sie werden gleich die Gelegenheit haben für ein Grußwort, um das ich Sie bitten möchte. Zuvor hören wir aber noch ein Stück Musik, wiederum vorgetragen von Romy Sota-Klemm und Begleitung, Andantino con Motto aus Fantasiestücke von Nils Gade. Thank you.
Ja, einen schönen guten Abend, sehr geehrter Herr Dr. Klose, meine Damen und Herren. Vor allen Dingen darf ich herzlich die Referentin des Abends begrüßen, aber auch die unbekannten Zuhörer und Zuschauer in der virtuellen Welt. Wir bewegen uns ja im Moment noch in der Phase, dass uns die tückischen Bedingungen von Corona und den zahlreichen Regelungen im täglichen Leben doch noch einschränken. Gleichwohl merkt man, was es bedeutet, wenn Menschen sich darüber freuen, ein Stück weit Freiheit zurückzugewinnen. Wir gewinnen hier ein Stück weit Freiheit zurück. Glücklicherweise nicht Freiheit von einem Unterdrückungsstaat. Wobei es natürlich ist, gegen einen Unterdrückungsstaat kennt man den Gegner etwas genauer. In dieser Gesundheitssituation haben wir uns also von einer ganz anderen Sichtweise und Situation mit dem Thema Freiheit beschäftigt. Und gerade in Vorbereitung des heutigen Termins habe ich mich mit der Frage, welche Freiheiten darf man eigentlich einschränken zum Gesundheitsschutz in einer Pandemiezeit, sehr intensiv beschäftigt. Ich glaube, das wird eine sehr große Herausforderung sein, wenn wir in der Bewältigung der Situation noch etwas weiter sind. Neben allen medizinischen und infektiologischen Rahmenbedingungen auch andere Rahmenfragen zu klären. Das hat was mit den sozialen Fragen im Umgang miteinander zu tun, mit pädagogischen Fragen, wie richten wir unser Bildungssystem auf virtuelles Lernen um, mit Fragen psychologischer Art, was bedeutet das für Menschen im sozialen Nahraum, in Familien und in sonstigen Dingen, aber eben auch mit juristischen Fragen. Mit zunehmender Länge der Pandemie ist die Frage der grundsätzlichen Einschränkbarkeit von Grundrechten in den Vordergrund gerückt. Zu meinem Zuständigkeitsbereich gehört auch die Versammlungsbehörde. Die Versammlungsbehörde hatte bis zum 14. Juni aufgrund der sächsischen Corona-Schutzverordnung die Rahmenvorgabe des Landes, dass Versammlungen nur stationär und bis zu 1000 Teilnehmern stattfinden können. Seit Montag ist diese Obergrenze nicht mehr gültig und man kann auch wieder Demonstrationszüge machen. Und das führt mich ein Stück weit zu dem Thema des 17. Juni 1953, und was unterscheidet die damalige Zeit grundsätzlich von der heutigen? Damals durfte man sich eben nicht einfach so als Bürger der Stadt, als Arbeiter, als Krankenschwester, als Professorin oder als wer auch immer in der Stadt versammeln und gegen die damals aufoktroyierten staatlichen Rahmenbedingungen versammeln. Und genau dieser Gedanke, was war damals 1953 anders und wie ist es grundsätzlich heute, ist so die Frage, ist es wirklich ein vergessener Gedenktag? Und wenn ja, was müssen wir tun, um den Anlass des Tages, die Rahmenbedingungen in unsere heutige Zeit holen? Ich springe ein klein wenig zurück in das Jahr 1983. 1983 war ich als Schüler gerade dabei, mich ein wenig für Politik etwas mehr zu interessieren. Aber am 17. Juni 1983 habe ich mit vielen anderen Sportfreunden und Eltern meines Sportvereins den typischen Ausflug zum Feiertag des 17. Juni gemacht. Wenn ich das 1983 gemacht habe, ist damit klar, dass das in Westdeutschland stattgefunden hat. Ich bin gebürtig aus Westfalen. Und am 17. Juni eines jeden Jahres hat unser Sportverein eine Radtour zu einem Bauernhof gemacht, mit Fußball, mit Bier, mit Gesprächen, mit Bratwurstgrillen und sonstigen Dingen. Und als ich dann mal mir die Frage stellte, warum ist der Feiertag, und andere Leute fragte, also ich habe das von Kindesbeinen auf gemacht, habe ich gemerkt, viele haben gesagt, nee, ist halt Feiertag, nennt sich Tag der Deutschen Einheit. Und in der Regel nur diejenigen, die Verwandte im damaligen Ostdeutschland, in der DDR hatten, haben sich etwas näher damit auseinandergesetzt. 1983 war das Thema 30 Jahre her, ungefähr so lange wie heute die Wende her ist, die Zeit 1989, 1990. Und auch heute stellt man ja fest, dass es Familien gibt, die etwas intensiver sich daran erinnern. Nämlich diejenigen, die aktiv daran mitgewirkt haben, dass es zur Umbruchssituation gekommen ist. Vielleicht auch noch diejenigen, die mit der Wendezeit ihre Privilegien verloren haben.
Für viele andere ist das aber inzwischen wieder so lange her, dass man sich kaum noch daran erinnert. Insofern, ich schließe noch mal ganz kurz den Bogen zu den Einschränkungen der Pandemie. Immer dann, wenn Freiheiten eingeschränkt werden, fängt man an, besonders sich damit zu beschäftigen. Ich habe mich in zwei Studienreisen, die ich mit der Konrad-Adenauer-Stiftung als Stipendiat gemacht habe, einmal im September, Anfang Oktober 1989 nach Polen und das zweite Mal ein Jahr später, 1990, nach Ungarn, mit der Adenauer-Stiftung jeweils vor Ort gut 3 Wochen lang mit dem Thema Freiheiten und Wege der Freiheiten dahin sehr beschäftigt. Deswegen ist mir auch die Erfahrung in Ungarn, wo man sehr lebendig von 1956 noch berichtete, aber insbesondere natürlich in Polen, wo mit dem Kriegsrecht und den Erfahrungen das Ganze noch deutlich näher dran ist. Wir haben damals im Herbst 1989 den späteren Staatspräsidenten Lech Wałęsa getroffen und haben darüber berichtet. Und es ist mir heute noch klar, wie enorm die Beiträge sowohl aus Ungarn als auch in Polen als Vorbedingung für die Entwicklung im Herbst 1989/90 dann hier überall in Ostdeutschland wieder gewesen sind. Manche Dinge brauchen Zeit, sie brauchen auch Erinnerungen. Deswegen bin ich sehr dankbar, Herr Dr. Klose, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung sich zum Ziel gesetzt hat, eben gegen dieses Vergessen etwas zu machen. Ich glaube, es ist immer eine neue Herausforderung, dafür zu sorgen, dass sich Menschen damit beschäftigen. Ich denke, wir sollten fest in den Blick nehmen, wenn in 2 Jahren wieder ein runder Jahrestag ist, dass Adenauer Stiftung und Stadt Dresden gemeinsam hier in etwas größeren Umfang etwas machen. Es wäre mir vor allen Dingen ganz wichtig, wenn wir uns ausreichend Zeit für die Vorbereitung machen. Und ich glaube, gerade der Kontakt zu jüngeren Menschen, also zu Schülerinnen und Schülern, wird etwas sehr Wichtiges sein, um die Erinnerung auch an den 17. Juni 1953 Generationen fester zu machen und an dem Thema, was bedeutet uns Freiheit, heute viel zu machen. Und damit bin ich wieder bei der Versammlungsfreiheit. Sie können sich vorstellen, dass ich als Chef der Versammlungsbehörde nicht mit jeder Versammlung, die in Dresden stattfindet, nur Freude habe. Der Ruf Dresdens wird nach Wahrnehmung vieler Menschen außerhalb Dresdens, der Überzeugung vieler Dresdnerinnen und Dresdner von Bewegungen wie Pegida oder auch in das extremistische Abgleiten von Querdenkern stark beschädigt. Gleichwohl ist es etwas, diese Errungenschaft, dass Menschen, die eine andere Meinung haben, das sagen dürfen, was sie sagen. Der Ruf Merkel muss weg, übertragen war eben 1953, 1956, 1968, 1981 und folgende, das war es eben nicht möglich. Das heißt, diese Rufe, die wir heute hören, zu ertragen, ist gleichzeitig auch ein Stück weit Überzeugung davon, unser demokratischer Rechtsstaat ist stabil aufgestellt, fordert uns aber heraus, genau deutlich zu machen, weswegen er so wichtig und stabil ist. Also diese Verbindung von der Erinnerung über Gedenktage, Gedenken, zum aktuellen Zeitgeschehen ist etwas, was Aufgabe von Bildungsträgern ist. Und deswegen, Herr Dr. Klose, ganz herzlichen Dank, dass die Adenauer-Stiftung seit vielen Jahren dabei ist. Und ich freue mich auf interessante Referate und anschließend eine interessante Diskussion. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Bürgermeister Sittel, für Ihr Grußwort, besonders die aktuellen persönlichen Bezüge und schon die kleine Brücke Wege in die Freiheit, der Sie nachgespürt sind in Polen und Ungarn. Und natürlich nehmen wir gerne die Einladung an, zum 70. Jahrestag den Blick noch mal stärker zu verschärfen. Bevor wir jetzt in die Vorträge kommen, unserer Referenten, wollte ich Sie Ihnen noch mal vorstellen und auch den Titel noch mal benennen, denn wir haben eigentlich dieses Jahr 2 Jubiläen. Das erste Jubiläum ist der 65. Jahrestag des Aufstands in Ungarn. Und Gergely Pröhle wird uns dazu berichten. Gergely Pröhle ist Direktor des Instituts für strategische Studien an der Ludovica-Universität und Direktor der Otto-von-Habsburg-Stiftung. Er kommt aus Budapest, war Leiter des Auslandsbüros der Friedrich-Naumann-Stiftung lange Zeit in Budapest. Er studierte internationale Beziehungen, unter anderem studierte er auch an der Fachschule in Jena. Von 1998 bis 2000 war er Staatssekretär im Kultusministerium, danach Botschafter Ungarns in Deutschland und später in der Schweiz
und seit 2018 ist er Direktor der Habsburg-Stiftung und seit 2019 Direktor des Instituts für strategische Studien. Nach Herrn Bröhle spricht Dr. Jacek Koltan. Er übernimmt die polnische Perspektive und dieses Jahr haben wir 40 Jahre Solidarność, Kriegsrecht und Kampf für die Freiheit in Polen. Herr Koltan ist Philosoph und Politikwissenschaftler. Er studierte in Poznan und an der Humboldt-Universität und promovierte in Philosophie, war Forschungsbeauftragter des Direktors des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig. Und seine Forschungsschwerpunkte sind soziologische und politische Theorien, Geschichte der Solidaritätsidee, neue soziale Bewegungen und so weiter. Er publizierte das Buch Solidarity, Democracy in Europe 2021 und Der Mitmensch zur Identitätsproblematik des sozialen Selbst, ausgehend von der Frühphase Martin Heideggers, also etwas sehr speziell Philosophisches. Jedenfalls freue ich mich, Herr Koltan, dass Sie die Perspektive der Solidarność uns darstellen und Polens. Last but not least schließt sich dann mit einem etwas längeren Beitrag Professor Dr. Tilman Meyer an. Er spricht über die Bedeutung der Freiheitsbestrebungen in Polen und Ungarn für die friedliche Revolution. Und wir haben ja immer im Hinterkopf auch den 17. Juni. Professor Meyer ist von Haus aus Politikwissenschaftler, hat Philosophie und Germanistik studiert, war ab 2001 Professor für politische Theorie, Ideen und Zeitgeschichte am Institut für politische Wissenschaft und Soziologie in Bonn. Und er hat sich aber viele Jahre lang mit Demoskopie beschäftigt, hat auch eine Reihe von Gastprofessuren inne und so war Präsident der Deutschen Gesellschaft für Demografie und Vorsitzender der Gesellschaft für Deutschlandforschung. Also da kommen wir schon in unsere Richtung. Seit 2018 ist er Vorsitzender des Forums Deutschlandforschung der Deutschen Gesellschaft e.V. Ich freue mich, dass alle drei jetzt referieren werden. Sie werden nacheinander ihre Beiträge präsentieren. Ich werde gar nicht mehr intervenieren. Und dann am Anschluss kommen wir miteinander ins Gespräch. Und ich bitte Sie, Herr Bröhle, jetzt zu beginnen. Sehr geehrter Herr Dr. Klose, meine Damen und Herren, ich bin natürlich sehr geehrt, heute bei und mit Ihnen sein zu dürfen. Wenn Sie mir erlauben, ich werde am Anfang etwas persönlich. Dresden steht mir auch schon deshalb sehr nah, weil ich als Austauschkind 12-jährig bei einer lutherischen Pfarrerfamilie dort 3 Wochen verbracht habe. Und darüber hinaus ist natürlich das Thema ist auch für mich sehr, sehr anziehend, schon deshalb, weil ich habe das irgendwie auch immer gefühlt, dass in der deutschen Öffentlichkeit diese antikommunistischen Bestrebungen vielleicht weniger zur Kenntnis genommen werden als eben Schandtaten anderer Diktatur. Insofern freue ich mich sehr, dass ich jetzt dabei sein darf. Ich würde anfangen mit einem Bild aus aktuellem Anlass. Das erste Dia, es geht nämlich um Fußball. Ich dachte, das ist vielleicht auch nicht uninteressant für das deutsche Publikum, wenn wir 1954 erwähnen, wo eben Ungarn gegen Deutschland an den Weltmeisterschaften in Bern verloren hat. Sie kennen die deutsche Interpretation und die Wichtigkeit dieses Spiels, wo nach dem Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal die deutsche Nationalhymne gesungen worden ist. Also ich glaube, das hat einen wesentlichen Beitrag zum Nationalbewusstsein und zum Bewusstsein der Deutschen geleistet. In Ungarn sah das ganz anders aus. Fußball war damals ganz stark eine ideologische Angelegenheit, ein politischer Kraftakt, jedes Spiel
der Nationalmannschaft. Und wir hatten eben das goldene Team mit Ferenc Puskás und mit vielen anderen, die 53 gegen die Engländer in Wimbledon 6-3 gewonnen haben. Also das war die große Erwartung in der ungarischen Öffentlichkeit, dass sie auch in Bern gewinnen. Dazu kommt, dass natürlich der Begriff Deutschland, besonders das kapitalistische Deutschland, also die Bundesrepublik, war in der öffentlichen, offiziellen Wahrnehmung sehr negativ belegt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, diese Unterscheidung zwischen den guten Deutschen in der DDR und den bösen Deutschen in der Bundesrepublik. Also wir hätten damals, das kommunistische Ungarn, hätte eben das böse kapitalistische Deutschland besiegen können. Das war eben die Interpretation. Und das ist eben nicht gelungen. Politische Anschuldigungen waren die Folge und auch erste Unruhen gegen das kommunistische System, die eben gewissermaßen als Vorzeichen dieser Unruhen betrachtet werden. In der Tat gibt es auch persönliche Zusammenfälle zwischen 54 und 56. Die zeigen alle in die Richtung. Bitte, wir können weitergehen. Ich möchte nur den Aufstand 1956, Entschuldigung, ich bin etwas verschnupft, deshalb muss ich manchmal eine kleine Pause einlegen. Also der Aufstand 56 fing spontan und friedlich an mit der Demonstration von Universitätsstudenten. Es war vollkommen klar, was sie verlangen: Meinungs- und Pressefreiheit, Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Und in der Tat wurde der Reformkommunist Imre Nagy als eine populäre Figur betrachtet. Das zeigt auch, dass die Revolution oder der Aufstand gewissermaßen Realitätssinn gezeigt hat. Was ist innerhalb der gegebenen Rahmen höchstwahrscheinlich möglich? Der Aufstand hat sich ausgebreitet im ganzen Land und am 25. Oktober geschah es, dass auf die Demonstranten vor dem Parlamentsgebäude geschossen wurde. Bitte. Wir können bitte weitergehen. Ja, danke. Wie die Lage sich eskaliert, das sieht man hier. Ich werde nicht alles vorlesen. Aber das ist klar, dass Imre Nagy ganz klar sich auf die Seite der Aufständischen gestellt hat. Am 1. November wird die Neutralität proklamiert und die Mitgliedschaft im Warschauer Pakt gekündigt. Und ein Wunsch, was immer auch immer wieder aufkam und eigentlich auch ein Auslöser oder das Wichtigste, der wichtigste Satz auch vor der Wende 1989 war, dass eben die sowjetischen Truppen Ungarn verlassen müssen. Die Revolution wurde dann vom 4. November an brutal niedergeschlagen und wir können weitergehen. Und die Härte, womit eben die Aufständischen bestraft worden sind, war eigentlich beispiellos und brutal und natürlich aus mehreren Hinsichten menschenrechtsverletzend. Zum Beispiel in dem Sinne, dass Minderjährige auch mit dem Tod bestraft worden sind. Natürlich hat man abgewartet, bis sie 18 sind.
Die Folgen des Aufstands sind natürlich sehr weitreichend. Schon die Tatsache, dass 200.000 Ungarn das Land verlassen haben, mehrheitlich Universitätsstudenten, das ist eigentlich, ich würde fast sagen, bis heute spürbare Verlust für das Land. Und dass eben 15.000 in die Bundesrepublik Deutschland gegangen sind, das ist eigentlich bis heute eine Tatsache, die eigentlich die Ungarn in Deutschland sehr prägen. Meine Großmutter mit drei Geschwistern meines Vaters, die Großeltern waren geschieden, ist auch nach Deutschland gegangen. Die blutige Rache habe ich schon erwähnt. Das ist eben deshalb so wichtig, weil der Befehl, um diese Straftaten zu begehen, kam von dem Janusz Kadar, natürlich teilweise von ihm vermittelt auf Wunsch von Moskau, aber doch von ihm, der später als großer Konsolidator und Vater des Gulasch-Kommunismus gesehen wurde. Damit ist, und das ist eben sehr wichtig, dass die Geburt dieses Kadar-Regimes, das war von diesen Unrechtstaten gekennzeichnet. Das ist etwas, was auch diese sehr pragmatische Politik später vergessen ließ. Bitte, wir können weitergehen. Das ist hier eben der Werdegang sozusagen des Gulasch-Kommunismus. Und da die Zeit sehr knapp ist, möchte ich das auf den Punkt bringen. Es ist natürlich schon merkwürdig, dass eben dieser Gulasch-Kommunismus erst recht in der westdeutschen Presse sehr oft gebraucht worden ist. Ich habe nie verstanden, wieso man dem guten Gulasch so etwas Böses antun kann, mit dem Kommunismus zu vergleichen. Aber egal. Auf jeden Fall ist es natürlich schon so, dass diese Politik eine ganz klare Begründung hatte in den Erfahrungen mit der Bevölkerung während des Aufstands 1956. Also die ungarischen Kommunisten waren nicht besser als die anderen. Das war immer ein Missverständnis, in Deutschland erst recht. Sie waren einfach schlauer und sie waren dessen bewusst, dass sie mit einer Hardliner-Politik viel mehr riskieren als mit diesen kontinuierlichen Reformversuchen und mit der relativen Freiheit. Ich behaupte damit, dass eigentlich die Vorbereitung der Grenzöffnung und der ganzen Wende 1989 eigentlich nur so zu verstehen ist, dass wir die Geschichte und die Erfahrung der Revolution 56 mit dazu nehmen. Wir können weitergehen. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir ein wenig über die Gedächtniskultur sprechen. Wie lebt 1956 in der Öffentlichkeit? Vielleicht ist das auch deshalb wichtig, weil wir können das dann vergleichen mit der in Vergessenheit geratenen 17. Juni. Also offiziell war das natürlich in der kommunistischen Zeit eine Konterrevolution. Und alles, was mit 56 zusammenhing, war böse. Ich erinnere mich an das Gesicht meiner Mutter, als ich zu Hause erzählt habe, ich habe in der Schule gesagt, dass meine Großmutter 1956 rausgegangen ist. Sie war überzeugt, dass damit mein Abitur und überhaupt mein Werdegang endgültig zu vergessen ist. Also das war in der offiziellen Wahrnehmung ganz klar eine negative Angelegenheit.
verbunden mit den bösen Imperialisten, verbunden mit den Faschisten natürlich, das hat auch dazu gehört und nur negativ dargestellt. Die Wende, die politische Wende hat sich dadurch angeläutet, dass ein Mitglied des Zentralkomitees Imre Pozsgai 1956 als Volksaufstand bezeichnet hat in einem Artikel. Das war sozusagen ein kleines Zeichen der Öffnung, aber ein sehr wichtiges Zeichen der Öffnung. Manche behaupten, diese Aussage war auch taktischer Natur, um eben die Wucht der Wende gewissermaßen zurückzunehmen und die Radikalität der Änderungen eben zurückzunehmen. Und seit 1990 ist das eine Revolution und Freiheitskampf. Wie das privat in den Menschen lebhaft ist, das ist schon klar und das ist auch eine interessante Erfahrung gewesen, dass anständige Geschichtslehrer in den Schulen hinter geschlossenen Türen oder im kleinen Kreis, ich habe auch diese Erfahrung gemacht, versucht haben, die wahre Geschichte zu erzählen. 56 passt natürlich in dieses etwas klischeehafte Ungarn-Darstellung der freiheitsliebende Ungarn. Ist natürlich auch gut darstellbar, besonders im Zusammenhang mit der bürgerlichen Revolution 1848. Aber der Wunsch nach Unabhängigkeit gegen die Sowjets, gegen die Habsburger, für die Demokratie, für die Meinungsfreiheit, das ist eben sozusagen ein identitätsbildendes Element, ich würde in Anführungszeichen sagen, eines anständigen Ungarns. Und natürlich die traurige Seite, die Verlust von Verwandten und Freunden. Aber trotzdem, und das muss man eben auch betonen, dass eben so viele Studenten rausgegangen sind, die eben ihre früheren Kommilitonen in Ungarn hintergelassen haben, dass die Familienbündnisse doch nicht total aufgelöst werden konnten. Das hat eben Ungarn in der Universitätsbildung, im wissenschaftlichen Leben, im kulturellen Leben unglaublich viel geholfen, weil teils insgeheim, später dann ganz offen, diese Menschen im Westen sind zurückgekommen zu Besuch, haben Fachbücher geschickt, Vorträge gehalten, die neuesten Forschungsergebnisse im Westen auch in Ungarn dargestellt. Das gehört eben auch zur Geschichte 56. Und zum Schluss, es ist natürlich auch im heutigen ungarischen politischen Diskurs eine wichtige Frage, wie man mit der kommunistischen Vergangenheit umgeht. Wie schaut man auf diese Politiker, zum Beispiel auf Imre Nagy? Das hat wiederum auch einen deutschen Bezug, weil während auf der einen Seite Imre Nagy in der Tat eine sehr, sehr positive Rolle im Aufstand 56 gespielt hat und für die Freiheit gestorben ist, gleichzeitig Anfang der 50er Jahre war er praktisch derjenige, der für die Zwangsaussiedlung der Ungarndeutschen zuständig und verantwortlich war. Also da sieht man, dass diese Medaillen immer zwei Seiten haben, dass politische Karrieren immer kompliziert sind, dass das menschliche Element auch immer sehr wichtig ist, dass es nicht möglich ist, diese Geschichten zu vereinfachen. Es verlangt eine komplexe Sicht auf die Historie. Aber ich behaupte trotzdem, und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, dass eben 1956 heutzutage ein unentbehrliches Element des historischen Selbstverständnisses in Ungarn ist. Herzlichen Dank.
Herr Koltern, schließen Sie an. Aber gerne. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich so bildhaft sprechen werde wie Herr Prühle. Und ob ich eine Alternative zum Gulasch-Kommunismus finde. Aber gerne fange ich auch mit meiner Präsentation und meiner Erzählung an. Ich werde über die Geburt von Solidarność sprechen. Aber bevor ich das tue, will ich ein wenig die Vorgeschichte ansprechen. Das nächste Bild bitte. Ja, ich arbeite im Europäischen Solidarność-Zentrum in Danzig, in dem wir uns eigentlich auf die Geschichte von Solidarność konzentrieren. Aber interessant ist für uns auch der große Kontext von den dramatischen, manchmal auch sehr tragischen Ereignissen nach dem Zweiten Weltkrieg, die durch Teilung Europas nach Jalta-Gesprächen zu Wort gekommen sind. Und Sie sehen auf dem Bild auch das Kardiogramm, mit dem wir versucht haben, diese dramatischen oder tragischen Momente in der ostmitteleuropäischen Geschichte zu zeigen. Das nächste Bild. Mit dieser Präsentation versuchen wir, diese wichtigsten Spannungen in der Nachkriegszeit zu erläutern. Und wir fangen mit dem Volksaufstand in der DDR mit Hunderttausenden von Menschen auf den Straßen von den großen und kleineren Städten in Ostdeutschland. Wir zeigen aber auch die Proteste in Posen in Juni 1956. Über fast 60 Menschen sind ums Leben gekommen. Fast 100.000 Menschen auf den Straßen protestieren gegen das kommunistische Regime und noch laufende totalitäre gegen den totalitären Regime, denn obwohl Stalin im Jahre 53 gestorben ist, läuft eigentlich diese totalitäre Phase in Polen ein wenig länger, denn die politischen Eliten sind natürlich noch von der totalitären Art und Weise des Herrschens bestimmt. Wir erzählen aber auch natürlich die Oktoberrevolution, die große ungarische Revolution, von der mein Kollege schon bereits gesprochen hat. Aber dann das Jahr 61, Errichtung der Berliner Mauer, Prager Frühling im März 68, aber auch gewaltige Proteste in 68 in Warschau und in anderen Städten in Polen, die gegen die Regierung gerichtet sind. Und dann im 1970, im Dezember 1970, von den Veränderungen, Erhöhung der Lebensmittelpreise in Nordpolen bedingte Protestwelle, die in Danzig begann, aber auch in Gdynien, in Elbling, in Stettin, sehr blutig niedergeschlagen. Fast 60 oder über 60 Menschen sind ums Leben gekommen, aber Tausende sind schrecklich gehandelt. Sehr, sehr viele wurden inhaftiert. Eine eigentlich sehr tragische Erfahrung in der polnischen Geschichte. Und ich erzähle diese Vorgeschichte, denn ich glaube, dass im Falle von Solidarność haben wir mit einer Synthese von diesen tragischen Geschichte, Freiheitsgeschichte Ostmitteleuropa zu tun. Denn in den 70er Jahren, das nächste Bild bitte, können wir das nächste Bild zeigen? In den 70er Jahren findet auch eine sehr wichtige internationale Konferenz, Sicherheitskonferenz in Helsinki, August 75. Fast alle Mitgliedstaaten des Ostblocks unterschreiben sehr wichtige Schlussdokumente, die sich auf die Menschenrechte beziehen. Das ist eigentlich
der wichtige Bezugspunkt für die oppositionelle Kultur, politische Kultur in Ost-Mitteleuropa, denn sehr viele kleinere und größere Bewegungen, Gruppen von alternativen politischen Gruppen entstehen und beziehen sich genau auf die Menschenrechte, um zu zeigen, wie schwierig mit den Menschenrechten ist und wie autoritär die Regime handeln. Es ist ein sehr wichtiger Bezugspunkt, denn in Mitte der 70er Jahre entsteht eine interessante internationale Debatte, die sich auf nicht nur auf die Menschenrechte bezieht, sondern die versucht auch einen Grund für eine alternative Politik, für die Antipolitik und für die alternativen Weisen des Zusammenseins, Miteinanderseins, die mit dem Begriff Solidarität beschrieben werden. Und ich meine damit auch sehr viele Intellektuellen, die in diesem Kreis faszinierende politischen Essays schreiben, sehr viel unterrichten, sehr viele Seminare halten. Diese Gedankenwelt ist eigentlich ein Phänomen in der ostmitteleuropäischen Freiheitsgeschichte mit Jan Patočka, mit Václav Havel, mit Leszek Kołakowski, mit György Konrad und seiner Idee der Antipolitik, mit Adam Michnik, entsteht eigentlich eine alternative intellektuelle Bewegung, die auch einander versucht, auch andere Länder zu inspirieren. Diese Gedanken fließen durch die Grenzen und damit entsteht eigentlich ein Phänomen, das noch nicht wirklich anerkannt und gut beschrieben wurde. Da sind die faszinierenden 70er Jahre im politischen Leben in Ostmitteleuropa. Und das nächste Bild bitte. Und im August 1980 entsteht die große soziale Bewegung Solidarność. Am 14. August findet ein großer Streik in der Danziger Werft. Sehr schnell danach entstehen auch andere Streikwellen in Polen, sodass nach einer Woche Streik eigentlich fast das ganze Land, die wichtigsten Betriebe, Fabriken hören auf zu arbeiten, zu produzieren und ihre Mitglieder, ihre Repräsentation wird nach Danzig geschickt. Damit entsteht eine Art von alternativen Parlament in Danzig, in der Danziger Werft, versammelt sich die echte, authentische Repräsentation von den Arbeitern. Die Regierung spürt die Situation sehr ernsthaft und schickt auch ihre eigene Repräsentation. Damit kommt es zu einer sehr harten Auseinandersetzung, aber die Gespräche enden auf eine sehr friedliche Art und Weise. Und interessant ist vielleicht hier, dass Solidarność versucht, diese blutige, tragische Erfahrungen von den 70er bis zu den 70er, von den 50er bis zu den 70er Jahren in Ostmitteleuropa eine Lehre zu ziehen und auf eine sehr bewusste Weise entsteht das neue Programm der sozialen Bewegung und die Gewaltlosigkeit, die Non-Violence ist eigentlich das Hauptelement dieser Philosophie. Es ist auch sehr stark spürbar und sichtbar. Menschen gehen nicht mehr auf die Straßen, sondern bleiben in den geschlossenen Betrieben, wo man auch die Situation sehr einfach kontrollieren kann. Damit will man nicht mehr für die Ideen sterben, sondern versucht man durch die eigene Schwäche, die stärker zu zeigen. Wir verwenden keine Gewalt mehr auf den Straßen, sondern wir bleiben in einem geschlossenen Betrieb. Aber wir zeigen ganz genau, wir sind zu schwach, um mit der Regierung, mit dem Staat zu kämpfen. Das ist eine starke Herrschaft mit dem Militär. Aber unsere Schwäche sollte sichtbar sein und tatsächlich, das ist vielleicht eine paradoxe Figur, aber durch diese Schwäche wird auch die Stärke gezeigt. Mit der Schwäche zeigt man oder entsteht eine neue Art von Identität, ein faszinierendes Phänomen der gewaltlosen sozialen Bewegung, die
innerhalb von 3 Monaten bekommt 10 Millionen Mitglieder. Man darf nicht vergessen, damals war Polen 32 Millionen Bürger, Bürgerinnen. Wenn man Menschen unter 18 Jahre alt ausschließt, dann kriegt man eigentlich ein Bild von jedem zweiten Bürger, jeder zweiten Bürgerin, die Solidarność unterstützt und die zu Teilnehmerinnen, Teilnehmer der Bewegung wird. Und das nächste Bild. Diese Situation beschreibt auch der polnische Philosoph Józef Tischner, der kurz nach dieser explosiven Phase, dieser großen Welle, Streikwelle in Polen mit 10 Millionen Menschen gegen das Regime versucht, dieses neue Phänomen zu zeigen. Das nächste Bild bitte. Er verwendet den Begriff der Ethik der Solidarität. Sein Buch, sein Essay zu Ethik der Solidarität wird auch sehr breit diskutiert. Hier sehen Sie auch die deutsche Ausgabe. Und das nächste Bild bitte. Und Josef Tischner beschreibt, der Arbeiterprotest im August 1980 bezog sich nicht nur auf die wirtschaftlichen Bedingungen, die den Staat prägten, sondern vor allem auf die immer unerträglicheren Verhältnisse zwischen den Menschen. Ökonomische und streng politische Fragen waren nur ein Teil von grundsätzlichen Problemen. Das Solidaritätsethos ist eine Synthese aus Rebellion und Hoffnung, ein Protest gegen eine Art von Übel und ein Projekt für eine bessere Organisation des sozialen Lebens. Eigentlich diese ethische Komponente in der Solidarność-Bewegung ist das Hauptmerkmal der Bewegung. Und damit mit der Form der Bewegung, mit dieser gewaltlosen Strategie, gewaltlosen Philosophie, versucht man eine große Lehre aus der tragischen, blutigen Vergangenheit zu konstruieren oder darzustellen. Das nächste Bild. Natürlich ist Solidarność eine Massenbewegung. Sie fängt mit Arbeitern an, aber sehr schnell, und das nächste Bild bitte, sehr schnell bekommt sie die Form einer großen demokratischen Debatte. Sie sehen, es ist eine meiner Lieblingsbilder aus der Zeit, aus der Danziger Werft, aus dem ersten großen Streik im August 1980. Menschen versammeln sich in einem Kreis wie im Parlament. Jeder, der was zu sagen hat, hat das Recht zum Sprechen. Jedes Wort ist gleich wert. Das sind die klassischen Bedingungen für die Geburt der Demokratie in Athen im 4. Jahrhundert. Und ich glaube, eine ähnliche Erfahrung der Echtheit des Gesprächs und der großen Verantwortung für das große Ganze, für die Respublika, war eigentlich damals sehr stark spürbar. Zum allerersten Mal Menschen spürten, dass sie sehr frei über die öffentlichen Probleme sprechen können. Und das nächste Bild. Der Funke der Revolution war Anna Valentinowitsch, eine der Arbeiterinnen in der Werft, die ihren Job 2 Monate vor der Pensionierung verloren hat. Der Grund dafür war auch ihr Engagement in einer Untergrund illegalen Bewegung, die für die Menschenrechte und die Rechte der Arbeiter in der Werft gekämpft hat. Aber natürlich kurz danach entsteht in der Bewegung das Gefühl, es geht um mehr als nur der Fall eine Person. Es geht eigentlich um die Demokratie und die Freiheit, die in den sozialistischen Staat stark gefehlt hat. Das nächste Bild bitte. Lech Wałęsa wird zur Figur dieser Bewegung. Auf der linken Seite dieses Bildes sehen Sie diese Figur und diese Leader- oder Führerfigur in der sozialen Bewegung. Ist eigentlich das große Glück in Ost-Mitteleuropa. Wenn ich an Václav Havel oder Lech Wałęsa denke, dann glaube ich, das ist etwas, was heutzutage in den sozialen Bewegungen sehr stark fehlt. Der Grund dafür ist natürlich, das sind die spät industrielle Bewegungen. Man
findet eine Mobilisierung innerhalb einer großen Fabrik, eines Betriebs, und Menschen kennen sich, Menschen arbeiten an diesen Orten lange, lange Zeit, 10, 20, 30 Jahre. Das sind Phänomene, die wir heute überhaupt nicht mehr kennen, mit dieser Mobilisierungsbewegung und mit der postindustriellen kognitiven Kapitalismus. Können wir von solcher Form der sozialen Mobilisierungen, wie das in den 80er Jahren der Fall war, nur träumen. Das nächste Bild bitte. Und vielleicht nochmal das nächste. Interessant war, dass Solidarność auch eine programmatische Bewegung war. Sie sehen auf dem Tor vor der Danziger Werft 21 Forderungen. Drei Tage nach dem Beginn des Streiks hat man eigentlich kamen die Werftarbeiter auf die Idee, wir sollten eigentlich aufschreiben, worum es geht. 21 Forderungen ist eigentlich eine sehr bildhafte Darstellung von den Forderungen nach Freiheit, nach der Demokratisierung des Staates und nach freien Gewerkschaften, die Hauptbedingung für die weitere Verwandlungen in der politischen Kultur sind. Und das nächste Bild bitte. Und kurz vor der Einführung des Kriegsrechts im September, Oktober 81 fand auch das große Kongress der Solidarność statt. Auf eine sehr demokratische Art und Weise, mit demokratischen Prozeduren, wurde der Vorsitzende Lech Wałęsa gewählt. Und man hat eigentlich während zweimonatigen Diskussionen eine alternative Verfassung für den Staat formuliert. Das ist selbst verwaltete Republik. Republik hieß der Titel dieses Dokuments. Eine faszinierende Phase in der Entwicklung der politischen Kultur. Man wählt nicht die kapitalistische Denkweise, man hat auch große Furcht vor dem autoritären Sozialismus, und man wählt einen dritten Weg, einen Sozialismus, einen sozialistischen, demokratischen Staat, der von unten regiert sein sollte, eine Art von politischen Utopie, die dann weiter nie verwirklicht wird, denn kurz danach, im Dezember 81, wird der Kriegsrechts eingeführt, und damit geht diese sehr starke Mobilisierung von 10 Millionen Menschen zum Ende. Solidarność wird dann zum Untergrundbewegung. Das nächste Bild bitte. Darf ich Sie kurz an die Zeit erinnern? Sie baten mich. Ja, ich komme gleich zum Schluss. Und das nächste Bild bitte. Ja, Sie sehen hier den Checkpoint Charlie und eine Unterstützung für Solidarność in West-Berlin in der Nähe von Checkpoint Charlie. In dem Gebäude haben die West-Berliner ein Plakat aufgehängt über den gewaltfreien Kampf und Vergleich mit Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Sacher Wałęsa als Baumeister unserer demokratischen Zukunft. Glücklicherweise kommt es zu großen Verhandlungen am runden Tisch. Das nächste, vielleicht die zwei weitere Bilder bitte zeigen. Ja, genau. In April 89 finden die Gespräche am runden Tisch statt. Und das ist auch die Verwirklichung der gewaltlosen Strategie oder gewaltlosen Philosophie von Solidarność. Denn man wählt nicht den Kampf mit der Regierung, sondern eine sehr harte Auseinandersetzung am runden Tisch, ein Gespräch, das dann zu den ersten freien demokratischen Wahlen in Polen im Juni 89 führt. Und dann die weiteren Bilder vielleicht noch kurz zeigen, das weitere Bild. Sie sehen, ich mag sehr gerne diese Geometrie der runden Tische in Mittelosteuropa. Das ist Bulgarien. Das weitere Bild bitte. Dann das besonders runde Tisch in Ungarn. Dann das weitere Bild bitte. Dann die runden Tischgespräche in Ostberlin. Aber auch das weitere Bild bitte. Aber auch die singende Revolution in den baltischen Ländern, das weitere sehr
plurale, sehr bildhafte und sehr reiche Bilder damaliger Zeit mit dem Fall der Mauer ist eigentlich eine wunderbare, sehr bewegende, gemeinsame Freiheitsgeschichte in Ost-Mitteleuropa, die noch nicht wirklich gut genug, stark genug erzählt wurde, sehr stark zu spüren. Damit komme ich zum Schluss. Ich hoffe, wenn es dann noch Fragen gibt, dann können wir noch gerne die einzelne detaillierte Fragen vielleicht diskutieren. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Wir hören jetzt noch den dritten Vortrag. Ich bedanke mich dann insgesamt. Bitte, Herr Professor Meyer. Lieber Herr Dr. Klose, Frau Büchel, meine lieben Kollegen und liebe Zuschauer, ich freue mich insbesondere als Westdeutscher zu einem Ereignis sprechen zu dürfen, das in Ostdeutschland bzw. damals genannt Mitteldeutschland stattgefunden hat. Als Ausgangspunkt und der Rückblick auf diese 68 Jahre oder vor 68 Jahren passierten Ereignisse ist mir ein Bedürfnis da bei der Gelegenheit zu sagen, dass man großen Respekt vor den Aktivisten und Akteuren der damaligen Zeit haben muss. Insofern einen großen Respekt an diesem Tag äußert. Herr Kröhle hatte ja Herr Sittel hatte gesagt, wie der 17. Juni sonst in Westdeutschland ein bisschen verschenkt wurde in der Zeit vor 1989. Zwischenzeitlich kann man die Frage stellen, wie jetzt die Adenauer-Stiftung das hier und heute macht, dass man sagt, vielleicht ein vergessenes Datum. Und dieser Auftritt hier bei uns in Dresden, leider bin ich nicht in Dresden, das ist natürlich sehr schade, bei diesem Abend, bei diesem Sommerabend, da wäre ich gerne gewesen in Dresden. Aber vielleicht kann man das irgendwann mal nachholen. Jedenfalls ist es mir ein großes Bedürfnis, Dank zu sagen für diese Einladung. Im Unterschied zu gegenwärtigen Demokratiebewegungen muss man ja sehen, dass der 17. Juni 1953 und alles, was damit zu tun hat und all den Freiheitsbewegungen, die es gibt, dass sie damals unter totalitären Umständen stattgefunden haben. Und totalitär heißt, man kann sogar sagen, unter ultratotalitären Umständen, denn hinterher hat sich dieses totalitäre Moment etwas relativiert, war aber immer noch da. In der damaligen Zeit des Stalinismus war jede Opposition ein Stück weit ein Verbrechen und ein Risiko der politischen, der Stellungnahme. Und insofern muss man eben sehen, dass ein derartiger Volksaufstand, von dem wir jetzt reden, etwas ganz Besonderes war. Und man kann als Deutscher vielleicht auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein sagen, dass die Deutschen in der DDR, damals hat man gesagt in der Zone, die ersten waren, die gegen dieses sowjetische, gegen das sowjetische Joch aufgestanden sind. Und es folgten ja dann eine ganze Reihe von weiteren Aufständen und Mobilisierungen. Vielleicht muss man auch fairnesshalber sagen, innerhalb der Sowjetunion oder der entstehenden Sowjetunion war es schon ganz am Anfang der sogenannte Kronstädter Matrosenaufstand, damals gegen Lenin gerichtet, der ebenfalls schon den Charakter eines antikommunistischen Aufstandes hatte, auf den ich gleich nochmal zurückkomme. Jedenfalls kann man sagen, diese Aufstände, auf die ich zu sprechen komme, sind Aufstände des Volkes gegen die Regierung und insofern auch gegen den Kommunismus. Und dass es derartig viele Aufstände gegeben hat, muss man immer wieder in Erinnerung rufen. Das ist ja der Gegenstand auch meines Beitrages, den ich Ihnen hier liefere, dass man also mit 1953 Juni Deutschland beginnt und fortsetzt mit Ungarn 1956 und mit Poznan in Polen, Aufstände in Mittelosteuropa, weitere Aufstände in der Tschechoslowakei 1968, der berühmte Aufstand, der nicht zusammenhängt mit der Bewegung 1968, die es im Westen gegeben hat, auf die ich nachher auch noch mal kurz eingehe. Da liegen also gewisse Spannungen offen zutage, die vielleicht heute noch eine Bedeutung haben. Also 68 in Prag und in der Tschechoslowakei,
Aufstand dann 1970, wie schon erwähnt von Herrn Koltan, in Danzig, die Unruhenbewegungen und 80, 81 folgende in Polen. Das heißt, wir konstatieren, dass wir immer mit einer gehörigen Unruhe in Ostmitteleuropa zu tun hatten. Und über viele weitere Unruhegegenden sind wir nach wie vor noch zu wenig informiert, zum Beispiel was eben die engere Sowjetunion angeht und die Unruhepotenziale dort, die es gegeben hat. Und wenn wir den Gulag mit einbeziehen als Verhinderungsinstrument um die Unruhe, die es in diesem System gegeben hat, dann erkennen wir sukzessive, dass diese Situation der Abwehr gegenüber diesem Regime und gegenüber diesen Regimen tatsächlich, so wie es hier so schön gezeichnet wird, das finde ich sehr gut, da wurde die Faust erhoben, um gegen dieses System zu rebellieren. Ich darf an dieser Stelle, wir haben jetzt gerade ja schon viele historische Darstellungen gehabt, auch Herr Klose hatte ja eingangs auf den 17. Juni intensiv Bezug genommen. Ich darf jetzt ein bisschen systematisierend darauf zu sprechen kommen, was man daraus aus diesen Bewegungen lernen kann, wie man sie deuten kann, wie man sie einordnen kann, und möchte dazu einige Punkte machen. Der erste Punkt ist, das hatte ich schon angedeutet, dass wir es mit antikommunistischen Aufständen zu tun haben. Das ist natürlich auch nicht überraschend, aber es ist immerhin erwähnenswert, dass trotz der intensiven Indoktrination durch den Marxismus-Leninismus, der die Schulen, die Medien, die Gesellschaft und die Betriebe und so weiter erreicht hat, dass trotzdem der Widerstand der Bevölkerung nicht unterdrückt werden konnte, sondern entweder latent oder manifest anzutreffen war. Wir reden jetzt heute in dieser Veranstaltung über den manifesten Widerstand in Gestalt des Aufstandes der verschiedenen Völker in Ostmitteleuropa. Aber es gab natürlich auch die latente Widerständigkeit der Bevölkerung gegenüber diesem Oktroi, den es gegeben hat. Und diese Widerständigkeit war natürlich vermischt mit Strategien der Anpassung, um dieses System zu überleben. Zweiter Punkt, antirepressiver Aufstand, das heißt also gegen die Unterdrückung einer freien Gesellschaft, gegen die Demokratie, gegen die Parteien, Vielparteiensystem. Hier war eine antirepressive Struktur da, wie wir es zum Beispiel gerade auch in Ungarn geschildert bekommen haben, in Gestalt der Entwicklung, die sogar ein Imre Nagy mitgetragen hat, dass ein Vielparteiensystem eingerichtet werden sollte in Ungarn, was natürlich für die damalige sowjetische Administration eine Provokation sondergleichen war. Drittes Moment, wir haben es bei diesen Aufständen mit einer anti-imperialistischen Bewegung zu tun. Warum kann man das so sagen? Heutzutage wird viel über Anti-Imperialismus gesprochen, man spricht dann über die Kolonien und so weiter und so fort. Aber der Anti-Imperialismus, der in Europa stattgefunden hat, gegen das sowjetische Imperium, ist sehr erinnerungswürdig, weil er eben gegen die Repression, die ich gerade schilderte, angesiedelt war. Und insofern kann man den 17. Juni auch in diese Kategorie einordnen, genauso den ungarischen und die polnische und tschechische und slowakische Bewegung, von der wir heute hier sprechen, wobei dieser Anti-Imperialismus natürlich an die Grenzen des Imperiums stößt und das dann wieder zurück sozusagen. Die Sowjetunion erweist sich als die Macht, die wir kennen, dass sie eben als Interventionsmacht immer wieder in Erscheinung tritt. Und mit dieser Interventionskraft war im Ostblock immer wieder zu rechnen. Das heißt, jede Unruhe musste damit rechnen, dass im Falle des Falles die Sowjetmacht zuschlagen würde. Und unter diesen Umständen zu existieren, das war eben die Praxis in den ganzen Jahrzehnten der sowjetischen Existenz im Sowjetblock, im Ostblock. Und erst durch die Aufhebung der Brezhnev-Doktrin 1988, 1989 durch Gorbatschow, war dann eine Situation erreicht,
dass dann sozusagen die Gefahr dieser Repression beendet wurde und sich dann auch prompt sukzessive dieser Anti-Imperialismus Geltung verschafft hat, zum Beispiel eben auch in den baltischen Staaten, über die man auch sprechen könnte. Vierter Punkt, Volksbewegung. Es handelt sich um eine Volksbewegung, was bedeutet, dass das ganze Volk, wir hatten ja vorhin gerade gehört von Herrn Gultan, dass die Solidarność praktisch die Bevölkerung, kann man sagen, insgesamt erfasst hat. Und damit sozusagen das gesamte Volk in Anspruch zu nehmen ist bei dieser Tendenz. Das relativiert überhaupt nicht die Arbeiterschaft. Wir haben das ja auch gerade gehört. Die Solidarność ist natürlich eine Arbeiterbewegung zunächst mal. Auch der 17. Juni, Herr Klose hatte darauf hingewiesen, ist zunächst mal in der Karl-Marx-Allee über die Arbeiterschaft mobilisiert worden, aber dann die Solidarisierung mit diesem Aufstand der Arbeiter, das ist natürlich der Clou, dass sozusagen dann ganze Massen von der Bevölkerung in Anspruch genommen werden können für die Erhebung gegen diese imperialistische Macht, die dann allerdings im Juni 1953 und in 1956 in Ungarn interveniert ist, wie beabsichtigt, übrigens auch in Afghanistan, als dort das kommunistische Regime sich nicht so konform verhalten hat. Nur in Polen kam es dann sozusagen zu einer, Bewegung der Selbstokkupation des Landes durch das Jaruzelski-Regime, der dann einer Intervention auf diese Weise zuvorkam. Also dieses anti-imperialistische Moment ist sehr erinnerungswürdig. Für die Volksbewegung hatten wir erwähnt. Bei der Volksbewegung vielleicht kann man noch dazu sagen, es ist ein besonders peinliches Moment für die herrschende Klasse im Ostblock gewesen, das ausgerechnet eben von der Arbeiterschaft aus, ja, die ja die Avantgarde sein sollte, der ganzen Bewegung, dass dort eben zuallererst die Unruhe entstanden ist oder der Widerstand. Und diese peinliche Situation zeigt eben, dass die Ideologie das eine war, aber dass eben die Gewalt das Zentrum der Herrschaftsstruktur des sowjetischen Systems in Osteuropa gewesen ist. Von daher ist das besonders erinnerungswürdig. Was eint diese Bewegung, wenn man die zusammenfasst? Fünfter Punkt, es ist eine internationale Bewegung, könnte man sagen. Es ist nicht ein Einzelfall, dass nur in Deutschland, nur in Polen, nur in Tschechien und so weiter etwas getan wird, sondern sukzessive wurden Chancen, Gelegenheiten genutzt, um zum Ausdruck zu bringen, wir sind mit diesem System und mit diesem Oktroyierung des Kommunismus nicht zufrieden. Das heißt also, wir haben es mit einer internationalen Bewegung zu tun und das ist zu betonen, weil wir natürlich auf der anderen Seite den Internationalismus so kultiviert bekommen haben durch kommunistische Vertreter des Regimes. Und genau auf dieser Ebene wird eben auch der Kommunismus in seine Schranken gewiesen durch die Aufstände, die es gegeben hat. Und sechstens und letztens kann man sprechen, nationalen Revolution in Mittelosteuropa. Das ist ja auch der Punkt, dass wir diesen wertvollen Revolutionsbegriff ein bisschen kultivieren müssen, finde ich. Wir sollten weniger von der Wende sprechen, sondern von der friedlichen Revolution. Wir sprechen auch von der samtenen Revolution in Prag und in Polen gibt es, glaube ich, auch einen Ausdruck dazu. Können wir nachher noch darauf zurückkommen. Also jedenfalls, es geschieht von unten nach oben eine Revolution. Es gibt kaum Ausnahmen, Walesa zum Beispiel. Es gibt kaum Führer der Revolution. Aber es gibt eben die revolutionären Umstände und ich finde, es ist fragwürdig, wenn man diesen Ereignissen den Revolutionscharakter abspricht. Ja?
und so tut, als ob das irgendwie nur ein Aufstand ist, der mit Ökonomie und so weiter zu tun hat. Also wenn man das Ganze zusammenfasst, kann man sagen, wir haben es natürlich mit Freiheitsbewegungen zu tun. Ja? Das ist ein großes Wort, Freiheit, und es ist auch berechtigt, davon zu reden. Aber man muss natürlich weitere Differenzierungen, wie gerade vorgenommen, erwähnen. Man muss vielleicht an der Stelle 17. Juni und auch 56 und andere Daten dabei die Tragik der Situation erkennen, dass einerseits eben hier dieser Aufstand stattfindet, dass aber andererseits eben die erwähnte Intervention durch sowjetische Streitkräfte stattgefunden hat, sodass natürlich damals, wenn man das jetzt wieder stärker in die Historie hineinnimmt, immer die Frage aufkam, was macht der Westen denn während dieses Aufstandes? Zum Beispiel in Ungarn gab es natürlich starke auch Rundfunkappelle an den Westen, doch um Gottes Willen zu intervenieren und zu helfen, zu unterstützen. Und beim Mauerbau genauso, als die Panzer gegeneinander fuhren und aber dann stehen blieben. Das heißt also, die Tragik dieser Aufstände liegt darin, oder der kritische Punkt, dass der Westen keinen Krieg um diese Aufstände oder wegen dieser Aufstände riskiert hat, sondern er ging zur Realpolitik über und hat natürlich diese Bewegung bewundert, unterstützt Aufstände, aber er hat auf die Selbstbefreiung der Bevölkerungen gesetzt. Und dieses Moment der Selbstbefreiung ist eben erst sehr spät, dann in den 80er Jahren, ganz ungewollt durch die Gorbatschowschen Veränderungen entstanden, eine Chance entstanden, dass in Polen, in Ungarn durch die Solidarność-Bewegung Kurs hier einbauen, auf den sie vielleicht gar nicht kommen würden. Wir sollten eben auch über den europäischen Horizont hinausschauen und mit 1989 auf den 4. Juni 1989 in den Blick nehmen, den Aufstand der Demokratiebewegung, wie er dort auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking niedergeschlagen wurde. Das heißt, wir können China in die Reihe dieser Volksaufstände eigentlich mit einbeziehen. Und wir wissen ja, dass es durchaus in China auch davor und auch danach immer wieder viele, vielleicht nicht Aufstände, aber jedenfalls Unruhepotenziale gegeben hat, in der Volksrepublik insbesondere. Und dass es sehr viel Widerstand gegeben hat gegenüber Tendenzen im Mao-Zedong-Regime. Als der große Sprung nach vorne praktiziert wurde, forderte er entsprechend massiv Opfer. Die Kulturrevolution hat eine stark repressive Phase in der Volksrepublik eingeleitet. Und umso wichtiger ist natürlich wahrzunehmen, dass mit Deng Xiaoping dann tatsächlich eine Wende, zwar nicht wie in Osteuropa stattfand, aber jedenfalls eine Neusortierung der kommunistischen Herrschaft, sodass der Wechsel, könnte man sagen, von einem totalitären zu einem autoritären Regime in China stattgefunden hat und auch weiterhin praktiziert wird. Das heißt, der Status Chinas hat sich geändert, und im Unterschied zum europäischen Erfahrungshorizont, in dem der europäische Kommunismus gescheitert ist, und demonstriert hat, wie unfähig er war durch die Ruinen an Landschaften, ökonomischen Strukturen, die er hinterlassen hat, demonstriert hat, dass er es nicht kann, hat sich im Unterschied dazu in China die Möglichkeit ergeben, durch marktwirtschaftliche Radikalität ein spezielles Regime am Leben zu erhalten. Und deswegen ist es ein Sonderfall und ein Exkurs, auf den man hier zu sprechen kommen kann. Wenn man schon beim Exkurs ist, dann könnte man auch noch einen kurzen Blick werfen auf Entwicklungen in Kuba, in Venezuela, in Nicaragua, wo überall kommunistische Regime stark unter Druck ihrer Bevölkerung kommen. Und ich finde, an diesem Tag, den wir hier begehen, sollte man an solche Entwicklungen, die ja auch zeitgenössischer Natur sind, durchaus denken. Also, ich komme zum Schluss und sage, dass die Demokratiebewegung in Deutschland durch den Aufstand in Mitteldeutschland dazu führte, dass man stolz sein kann auf diese Bewegung.
Vorhin hat jemand 1848 erwähnt. Damals wurde die Revolution eben nicht erfolgreich absolviert, aber 1989 gelang es eben der ostdeutschen Bevölkerung, eine fundamentale Kehre, sage ich mal, nicht vielleicht im heideggerschen Sinne, aber im Sinne einer kompletten Umwandlung des Regimes zu erreichen. Der Mauerfall hat weltpolitische Bedeutung. Und deswegen ist erinnerungspolitisch der Zusammenhang zwischen dem 17. Juni 1953 und dem Mauerfall im November 1989 und den Revolution und den Demonstrationen in Leipzig, bei Ihnen in der Nähe sozusagen, 9. Oktober, große Demonstration mit 70.000 Teilnehmern, sind das sehr erinnerungspolitisch wertvolle Momente in der deutschen Geschichte. Die Demokratie hat also durchaus Erinnerungsmomente kreiert, auch in Deutschland, sodass wir auch die Möglichkeit haben, mit großem Selbstbewusstsein auf diese Ereignisse wie den 17. Juni zurückzublicken. Und wir blicken natürlich in Solidarität sehr gerne auch auf die anderen Aufstände in Ostmitteleuropa, die uns auch im Rückblick miteinander verbinden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Erstmal möchte ich allen drei Referenten ganz herzlich danken für die gezeichneten Bilder, als auch für die systematische Darstellung. Also Herr Pröhle, Sie haben wunderbar Budapest präsentiert und Herr Koltern, Sie standen in keinem Punkte nach, solidarisch uns näher zu bringen, uns auch zu erinnern, was wir wahrgenommen haben als Nachbarn unmittelbar nach Polen. Und viele Leute, auch die jetzt zuhören, hatten unmittelbare Beziehungen nach Polen, haben mitgelitten und mitgewirkt, gedanklich und vielleicht auch aktiv. Und Herr Mayer, es war wunderbar, es auch aus Ihrer Perspektive diese Einordnung nochmal zu haben und es nochmal systematisch dargestellt zu bekommen, sodass wir es leicht miteinander diskutieren können. Sie wissen schon, ich hatte es am Anfang angesagt, dass wir ein Graphic Recording oder eine grafische Gestaltung parallel haben. Ich dachte, bevor wir in die Diskussion kommen und Sie sich Fragen überlegen, könnten wir diese grafische Gestaltung miteinander uns anschauen. Ich will vielleicht für die Diskussion schon mal die technischen Ansagen machen, sodass Sie das auch schon mal zwischendurch ausprobieren können. Wir haben unten auf der Leiste von Zoom, wenn Sie mit der Maus nach unten fahren, das Handhebezeichen. Sie können dann, wenn Sie wollen, im Gespräch per Hand Fragen stellen oder jetzt auch, wenn wir uns die Graphics anschauen, die grafischen Darstellungen, können Sie im Chat Fragen stellen. Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können also die Hand heben, dann würden wir Sie dazu schalten. Also Julius Köster, der uns technisch betreut, wird dann Sie freischalten. Dann können Sie Ihre Frage stellen und mit sich einmischen in den Diskurs. Und wenn Sie das nicht möchten und schriftlich die Frage stellen möchten, dann bitte ich Sie, die Chat-Funktion ebenfalls unten an den Bildrand zu nutzen und Ihre Frage im Chat zu stellen. Dann würde ich Sie stellvertretend stellen und so hoffe ich, dass wir schnell miteinander ins Gespräch kommen. Jetzt bitte ich aber Frau Dietz, mal ganz kurz Ihre grafischen Aufzeichnungen mit uns zu teilen und einfach mal einen Blick drauf zu werfen. Sie braucht dazu nicht sagen. Ich denke, Sie haben jetzt einfach mal Zeit, 2 Minuten, vielleicht 1 Minute pro Bild, dass Sie einfach mal gucken, was es so gibt und dann können Sie, wenn Sie wollen, meine Damen und Herren, sich Fragen überlegen, sich nochmal erinnern an die kleinen Beiträge und dann fangen wir gleich mit dem Gespräch an.